Eine Kleinigkeit ändern wir, es hatte die letzten Male leider nicht funktioniert und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Age of Empires 2. Dann werde ich mal einladen, nachdem ich erstellt habe. Ich brauche wieder ewig, um eine Lobby zu erstellen. Naja, war ja beim letzten Mal auch nicht so schlimm. Also ich bleib dabei, ich bleib bei den Räubern, diesen Kuren, das muss jetzt einfach mal mit denen funktionieren. Ist die Einladung schon... Ja, okay. Ja, bin da. Die Römer haben auch einige Schiffchenvorteile. Die Inka. Gehst du von denen, ich glaube, Ungarn weg? Ich guck mal, was können denn die Inka so? Der Abend ist noch lang. Start mit einem Lama gratis? Cheaterei. Achso, Teambonus. Okay, ich cheate mit. Na? Hamayuk, Infanterie, Schleuderer, Bogenschütze. Gebäude kosten 15% weniger Stein. Häuser beherbergen 10 Einwohner. Doch Bewohner profitieren ab der Ritterzeit von Schmiedeentwicklung. Oh. Militäreinheiten kosten später immer weniger, am Ende bis zu 25% weniger. Plänkler ohne Mindestreichweite ist auch nicht verkehrt. Dürften aber halt, wie die Maya zum Beispiel, auch keine Pferdchen haben. Ja, Stall verboten. Dafür dann eine starke Infanterie. Gut. Eins Einzelteam. Wir ändern mal eine Kleinigkeit, dass der Gegner sich mit jemandem duellieren muss, wenn er bei uns vorfährt, in der Hoffnung, die fahren beide bei uns vor und schlachten sich gegenseitig ab. Sonst habe ich nichts übersehen, dann kann es losgehen. Italiener. Burgunder. Die Italiener hatten noch diese eine Einheit in der Kaserne, die wir dann beide hatten. Oh, die Musik der Römer ist so cool. Utrogasti. Salve. Pronto. Lignor. Salve. Lignor. Das Gratislama. Trutan. Eus solligo. Oh, mein König ist Schnieke. Ist der golden gekleidet? Packe ich das denn hin? Ja, so halbwegs böse, ja. Okay, du bist rechts von mir. Das sind ja schon wieder Lamas. Da ist Stein und da ist auch Gold. Dann muss ich noch die Büsche finden, die Bärensträucher. Der Gunderich. Papst Gregor der Siebte. Na, hinten ist in Anführungszeichen nur Stein, hier ist kein Bärenstrauch. Oh, hier steht noch jemand arbeitslos rum. Bärensträucher gefunden. Juhu. Und Lamas. Hier ist ja schon der grüne Nachbar. Hier geht's ja ab. Nur Lamas hier. Ich habe eine Wildkatze gefunden. Ich habe ein Wildschwein gefunden.
Noch eine Katze. So, jetzt gehe ich mal Richtung in die Mitte. Nö, diese Lamas mit ihren Geräuschen. Edifico, 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 edifico. Edifico. Prontus. Edifico, edifico. Lutschwänge weg. Edifico. Salve, paar zu viele Nahrungssammler. Eus. Lignor. Da ist Gold. Ich denke, ich habe das Mittelstück schon gefunden. Das heißt schon recht spät dran. Prontus. Recte. Eo. Edifico. Oh, was ist das? Eine Insel? Okay, das ist noch nicht ganz das Mittelstück. Der Tunnel. Oh, oh doch, wir haben wieder einen getrennten. Oh Mann. Das macht's nochmal umso schwieriger. Aber dafür haben wir einen Gegner mehr, der sich hoffentlich für uns mit einsetzt. Also ich denke mal, weiß nicht, ob du schon gefunden hast. Da ist eine Miezekatze und da ist dein Tunnel und ja, ja, mein... Ja, ich bin schon drin. Okay, meiner ist da drüber. Oh, da war's. Eus. Confestim Flignor. Impera. Confestim Facia. Eus. Salve. Salve. Recte. Eus. Salve. Edifico. Ich mach trotzdem ganz vorne und ganz hinten zu und dann macht ihr da bei sich... Würde ich sagen, mittig zu. Also zwischen Anfang und Ende. Mal gucken, wie das wird. Bei dir habe ich schon eine Reliquie gefunden. Bye. Oh, hier hört es schon wieder auf mit dem Mittelstück. Gut, die Karte ist ja auch schon fast mittig. Ah, halt, wer macht dir was? Ja, genau, richtig. Das haben sie richtig erfasst. Oh. Colligo. Fodio. Salve. Fodio. Der Mittelstreifen an Bäumen hört da auf. Ist hier wirklich schon die Kartenmitte? Das ist mir noch ein Hauch zu früh. Da wäre ein ganz kurzes Stück nur. Das ist aber nicht gut. Dann können wir nicht so viele Mauern dazwischen ziehen, beziehungsweise nicht so viel Luft dazwischen lassen. Man macht es uns aber auch schwer. Da ist wirklich schon die Kartenmitte hier. Krass. Wobei noch nicht ganz, aber unser Mittelstück hört deutlich eher auf. Boah. Oh Mann. Ich hätte schon eher in die Verdauerzeit gehen können. Mist. Impera, salve, confestim faciam. Edifico. Edifico. Okay. Pferdchen, wo ist hier die untere Ecke? Müsste jetzt kommen. Okay, da. Ich habe bisher bloß zwei Reliquien gefunden. Auf jeder Seite eine.
Reliquie Nummer 3. Ich markiere sie einfach mal sicherheitshalber. Ich habe auch 3 gesichtet schon. Okay. Gut, ich brauche jemanden zum Zumachen. Das wird 4. Total alles zumachen müssen, ey. Heftig. Lohnt sich eigentlich nicht, da noch Tore reinzuzimmern, denn die werden da vorne eh durchkommen, aber hey. Vier Reliquien habe ich gefunden. Ich baue gleich meinen Marktplatz. Salve, recte. Impera. Prontus. Confestim facem. Prontus. Salve. Lignor. Salve. Edifico. Edifico. Bauplatz blockiert, weil da ein Schwein steht? Ja, nee, verstehe ich nicht. Er wird, hier ist ein Speer unterwegs. Der späht herum. Gut, dann mache ich jetzt mal bei uns zu. Leider habe ich hier noch nicht alles richtig erkundet. Edifico. Ah, du spinnst wohl. Nicht genug Stein. Reliquie Nummer 5, aber ganz schön weit weg. Die kriegt man hier nimmer. Marktplatz steht. Hast du schon einen? Nee. Okay. Ich bin ein bisschen langsam heute. Ich bin mal mit meinem Marktplatz eher dran. Das ist ja ganz verrückt. Edifico. Impera. Colligo. Salve, Colligo. Eus. Colligo. Prontus. Was ist das denn? Ah, Adlerspeer. Das sah komisch aus in der Perspektive aus. Edifico. Eus. Edifico. Salve. Edifico. Prontus. Edifico. Salve. Confestim facem. Salve. Ich wüsste, was da hinten soll, das ist. Prontus. Edifico. Impera. Edifico. Eus. Edifico. So, hat man das auch. Hier muss ein Tor rein. Edifico. 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 Salve. Edifico. Edifico. Okay. Prontus. Oh, hier ist aber viel Platz. Das ist gut. Edifico. 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 Impera. Salve. Edifico. Eus. Edifico. Prontus. Edifico. Okay, Pferdchen, guck mal hier ein bisschen rum. Da ist schon fertig geguckt. Salve. Edifico. Prontus. Edifico. Impera, recte. Edifico. Gut, da wird fleißig gebaut. Da vorne baust du Stein ab. Da ist ein Speer. Prontus, eo. Edifico. Sachen gibt's nicht genug Nahrung. Puh. Sagst du, okay, nicht Bescheid, ich hab den Marktplatz schon gesehen. Ich bin ja schon am Lauf. Komm, ein Plänkler geht noch, dann schicke ich die los. Salve, eo. Pario. Pugnemus, eo. Impera, pario. Recte. Ad pugnam. Salve.
Okay, läuft das mal. Der Sammler ist auch durch mit seinem Leben. Als Sammler. Okay. Tibi Servio. Pario. Eo. Pario. Da hast du auch schon Adlerkrieger bei der Reliquie stehen, sehr gut. Ah, oh, nicht genügend Häuser, sowas. Also ist der Mauer, steht schon mal. Mal gucken, wo sie ankommen wollen. Auf welcher Seite des Mittelstrangs? Edifico. So, Häusers bauen, Häusers. Pronto. Confestim faciam. Edifico. 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 Cute. Na, erstmal die Stadtwache. Dann das nächste Zeitalter. Und dann schnell Mönch zur Reliquie, zu den beiden Reliquien außen schicken. Hm. Fehlt immer noch ein Auge. Tibi salve. Rectario. Pugnemus. Zack. Ups, fehlt ein Auge, nur sowas. Wie viel Gold gibt es denn eigentlich? Mal gucken. 21. So in etwa wie immer. Da kommt ein gelber Speerträger an. Der Gundrich will schon was von dir. Er läuft da rum. Okay. Also bei meiner Burg irgendwie in der Nähe? Nee, aus einer Außenmauer. Da, wo Steinabbau da hinten. Hat er mal eingesperrt. Apropos eingesperrt, nochmal gucken wegen Mauernbau, wir müssen ja einige reinziehen. Einige Mauern reinziehen. Für meinen Geschmack viel zu viele, aber hey, was muss das? Wir wollen ja endlich mal überleben. Ja, wenn, dann liegt es nur an mir, dass wir verlieren. Glaube ich nicht. Als nächstes muss ich mir die Schmiede holen, damit die Leute auch stärker werden, die da rumstehen. Ach, dieses freie Stück da, das gefällt mir gar nicht. Edifico. 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 Prontus. Edifico. Edifico. Gut. Dann schnapp dir so viele Reliquien, wie du kannst. Ich bin noch nicht so weit. Sich zu. Kloster. Edifico. Edifico. Eus. Recte. So, bei dir da ist zu. Okay. Das wird wild. Edifico. Schmiede steht, sehr gut. Edifico. Edifico. Salve. Was macht das Kloster? Baut da gerade gar keiner. Ach, wegen der Häusergeschichte. Mein Fehler. Salve. Edifico. Edifico. Impera. Und ist auch bald fertig, dann machen wir da auch zu. Edifico. Vergiss nicht, Edifico. Ganz viele Mauern dazwischen reinzuziehen, damit ganz viele meine ich übertrieben viele. Kloster steht. Eine Reliquidenten scheint schon weg zu sein. Aber die war halt weit weg. Vier Stück sind in unserer Reichweite, das können wir schaffen. Ach, nö. Elite Plänkler, bitte. So,
Sobald die halt mit ihrem Schwarm an Leuten kommen, wird's sehr kacke, weil dann können wir die Reliquien nicht mehr sichern. Deswegen schnell weg mit den Dingern. Was steht denn hier so alles rum? Was haben die denn da abgebaut? Die habe ich einfach so dahin geschickt, glaube ich. Edifico, salve. Edifico. Da kommt schon mit so komischen Armbrustschützen an. Der Genuese da. Okay. Unverhältnismäßig hier. Und, Priester. Nicht so schlimm. Ich habe die beiden Reliquien außen bewacht. Ach, der da drin. Ah, der darf nicht rein, mach das Tor zu. Also, ist mein Tor. Ich mach die Tore mal zu, mal eben. Nee, jetzt sehe ich nicht, aber es ist bestimmt ein Trick. Der will, dass ich die andere Reliquie verlasse. Da kommt ein blauer Mönch. Was ist das? Nee, ist ein Geneser Armbrustschütze. Mach's kaputt. Ich muss auch irgendwann wieder aufmachen. Es ist Tiers tot. Nee, der eine noch. Das Tier ist tot. Da ist doch nicht offen. Ich mach den mal weg, weil irgendwann muss mein Mönch auch mal raus da. Der kommt nämlich gerade an. Ja, die Reliquie, die ich bewacht habe, ist weg. Oh. Oh, was? Macht's beide tot. Na, jetzt haben wir einen Plinkner verloren. Ihr Kacknasen, ihr wart nicht aufmerksam genug. Ah, da ist noch ein blauer Mönch. Das machen wir tot. Das obere Tor habe ich jetzt aufgemacht, damit mein Mönch raus kann. Die beiden Reliquien außen habe ich aber gleich. Hoffe ich. Nee, nicht Palisaden. Ah, oh, Uni wegen stärkeren Mauern. Ah, das muss ich schnell machen. Oh, kling, kling, die Reliquie. So, viel auf einmal zu tun. So, die können rüber. Neuer Mönch kommt, aber keine Chance für ihn. Der verreckt. Jetzt dürfen die Einheiten bloß nicht kommen. Nein. Alle Tore wieder offen, außen, zum Herumwuseln. Ich wollte eine Uni bauen, fällt mir gerade ein. Vorher ziehe ich nochmal einen rein. Oh, nicht genug Stein. Edifico. Prontus. Edifico. Eus. Edifico. Impera. Edifico. Eus. Uni. Na, Reliquie. Wo ist sie hin? Keine Ahnung. Die beiden Außenreliquien haben wir jetzt. Ich komme wieder rein mit meinen Leuten. Gefällt mir noch nicht, wie wenig machen du da hast. Ja, Moment! Denn wenn die ankommen, wird das zu spät mit dem Mauern bauen. Wo habe ich den Ding geschickt? Ach, zu der Reliquie. Okay. Ja, dann sag mir, wo ich noch was reinziehen soll. Ich würde sagen, mindestens noch. Also, da wo deine Einheiten stehen und da zwischen Rot und Grün nochmal, würde ich sagen, nahe deines Dorfzentrums. Also, ich markiere mal eben. Also, du hast ja gerade eben die Rote und die Grüne und ich würde jeweils noch eine dazwischen ziehen. Zur Sicherheit. Da, wo du jetzt gekreuzt hast, oder was? Ja. Da, wo jetzt deine Einheiten stehen, da ungefähr, wo du sie gerade wegschickst. Alles klar. Moment. Und wenn die ankommen, haben wir ein dickes Problem. Was ist das denn? Ein Geneser. Ja, ich mach's weg. Das riecht nämlich ganz schön streng. Ist nicht gewaschen, der Typ. Ich wollte nur Uni bauen. Bloß wohin? Das muss auch irgendwie gut aussehen. Meinetwegen dahin. In nomine Dei. Hab ich den schon zum Kloster geschickt? Ja, krass. Oh fuck, der macht mich hier Platz. Was? Oder kommt was an? Ich mach die Außenmauern mal zu. Sicher ist sicher und ich schick meine Plänkler mal vor. Bock, da war was Cooles mit Komi. Ach, noch nicht in der Imperialzeit. Ich habe meine Wirtschaft jetzt ganz schön schleifen lassen. Ich habe die nicht weiter ausgebaut.
Salve. Macht mal woanders Holz. Uni steht, sehr gut. Wo habe ich den gebaut? Da ein Mörderlöcher, Ballistik, auch wichtig. Jetzt ziehen wir noch was rein. Ah, wieder nichts, genug Stein. Mann. Weiß gar nicht, wie es den Einheiten vorne ergeht. Hab noch gar nicht wieder geguckt. Oh, schon einige tot. Einige, sehr viele. Okay, die Mauern werden schon verstärkt. Gleich sind sie dicker. Die haben gerade nichts Schlimmes gegen die Mauern. Kavallerie geht noch, also die werden brauchen zum Mauern durchbrechen. Kannst du deine Mauern auch ausbauen? Hast du schon eine Uni? Ja, hab ich. Sehr gut. Bin gerade sogar bei, aber... Schieb's bestmöglich, schnellstmöglich nach. Oh, ich habe vergessen, Steine abzubauen. Da habe ich die Steinleute abgezogen. Hoppala. Zieht er seine Einheiten nach? Blöder Typ. Schießt doch nicht jeder mit. Okay. Imperialzeit, dieses Komi, irgendwas mache ich gleich. Okay, es braucht ein bisschen Gold. Brauche ich das nächste Dorfzentrum hin? Bin gerade ein bisschen wild unterwegs. Oh, die kommen durch. Das erste Tor ist durchbrochen. Mach bei dir das vorderste Tor zu. Hab nicht, dass zu. Da jemand. Okay. Hab ich oh. Zu. Aus Versehen jemand rausstolpert. Steht der Makan so blöd rum? Impera. Salve, Fodio. Salve. Prontus, Impera. Eo. Confestim faciam. Edifico. Okay. Edifico. Edifico. Oh, nächstes Tor ist bei dir gefallen. Dann greifen die bei dir an. Dann müssen wir da auf jeden Fall schützen. Eieieiei. Holz war da. Confestim faciam. Salve. Edifico. 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 Stein. Edifico. Okay, okay. Da wollte ich gerade zumachen, wo du gerade baust. Ich mache zu. Bin mir gerade für meinen Geschmack zu komisch unterwegs mit, naja, was mache ich denn jetzt, naja, das, weiß nicht. Mir fällt gerade irgendwie der Fokus. Ich würde auch nochmal ein Duftzentrum bauen, stimmt. Ah, wohin ist die Frage? Hier mehr Holz weg. Dennoch brauche ich mehr Felder. Edifico, salve. Edifico. Oh, sieht gar nicht gut aus, weil ich auch noch gar keine Einheiten produziere, die platt machen können. Uiuiui. Ich mache meine andere Liter-Einheit mal. Gold. Ah, sieht aber gerade auch nicht so gut aus. Scheiße. Das ist ein Pferdchen, ich muss auf Pekinierer setzen. Helle Badierer sogar. Okay, danke. Das sind immerhin erstmal 40. Ah, die haben auch so ein paar. Ah, die stimmen, die Armbrustschützen haben sie. Aber das ist ein Pferdchen? Nee. Das war ein Laufeinheit. Okay, dann brauche ich ja was reiten kann. Ich brauche auch Nahrung.
Edifico. Prontus. Edifico. Impera. Edifico. Der Rest geht erstmal wieder auf Holz. Hab gerade keinen großartigen Platz für Holzab, für Nahrungsanbau. Scheitert nur wieder an mir hier. Nee. Ich habe zwischendurch einfach nicht viel gemacht. Das ist gerade auch mein Problem. Oh, wir machen gerade nicht durchgehend zu. Ich habe hier noch nicht fertig gebaut. Das Tor macht das mal jemand zu? Leute. Ich muss mal wieder auf Touren kommen. Viel zu lange rumgeschlafen. Okay, jetzt braucht sie für Nahrung. Mach mal. Irgendwann mal. Fang schon mal an, bei dir die Leute zu versammeln, denn irgendwann kommen die ja an. Oh, Bevölkerungsgrenze. Edifico, edifico, edifico. Edifico. Edifico, edifico. Salve, Eo. Edifico, edifico, edifico. Edifico, edifico. Ah, sind wir schon sehr weit vorgerückt. Die Einheiten reichen natürlich noch bei weitem nicht aus. Prontus. Edifico. Was? Also, da bekehrt irgendwas. Das ist aber nicht so schön. Nahrung, Holz, okay, okay, okay. Skorpione. Ach, das stimmt, das wollte ich auch. Okay, letzte Mauer ist gleich erreicht. Die werden die erstmal sowas von platt machen. Ey, scheiße. Edifico. Edifico. Edifico, edifico. Impera. Edifico. Oha, Leute, kommt durch. Das Tor ist offen. Scheiße, ich mach's zu. Ich hoffe, bei nächster Gelegenheit ist der Stopp. Oh Mann, die fallen ja wie die Fliegen. Das ist kacke. Nicht gut. Ich mach schon mal die nächste Schleuse zu, dass da nicht jemand aus Versehen rausstolpert und die eine Linie einfach so überbrücken kann. Das reicht sowas von hinten und vorne nicht. Scheiße, scheiße, scheiße. Prontus. Salve. Edifico. Eus. Edifico. Oha, oha, oha. Die reinschicken ist aber auch doof. Ja, wieder Spaß mit Mauern hier. Warum greift denn nur der Blaue an? Wo ist denn der Gelbe eigentlich? Der soll doch den Blauen ärgern. Deswegen haben wir ihn ja mit ins Spiel genommen. Mann, ey. Vielleicht kriegen die sich da unten ja gegenseitig, wir kriegen es nicht mit. Wir kriegen nur ganz wenig, aber für ganz wenig ist es ganz schön viel. Ja, sag ich doch. Ich brauche mehr Nahrung, viel mehr Nahrung und dann auch er ein paar geht, Häuser. Er zieht anscheinend nicht ab. Ja, wahrscheinlich macht der Gelbe zu viel Stress. Die sind auch punktemäßig sehr gleich auf, also die ärgern sich schon. Das ist sehr gut, die ärgern sich schön. Die reiben sich schön an den Mauern auf. Gefällt mir auch. Elite Centurio, maximal ausgebildet. Noch nicht ganz. Ja, irgendwo gibt's schon wieder Ärger. Edifico, salve. Edifico. Eus. Edifico. Mir aber auch nur bei dir vorgerückt ist, auf deiner Seite. Oh, da ist was drin gewesen. Immer noch drin. Ja, da ist ein Stück Mauer, eine Lücke in der Mauer. Okay. Salve.
Salve. Eus. Edifico. Sieht das schön da aus. Kriegst dich zu. Edifico. Prontus. Edifico. Eus. Edifico. Salve. Edifico. Hausi bauen. Aber wieso wurde hier nicht weitergebaut? Oh, Leute. Zu weit weg gewesen. Okay, da ist auch zu. Das ist schon mal etwas. Jetzt schütze ich noch die Kasernen etwas. Scheiße, der baut das Eck nicht auf. Wo bist du denn? Wo meinst du denn? Da ist ein Stück Mauer, fehlt ein Stück Mauer, aber er baut es nicht auf. Kommst du nicht... Achso, du kannst dich reinklicken. Dann geh mal ins Baumenü und bau mal einen Palisadenwall daneben. Wenn er das fertig hat, geht er direkt dahin und baut das dann weiter. Oder ist es da drin, wo keiner hinkommt, weil es mitten im Wald ist? Das ja, kann auch das sein. Ist wahrscheinlich sehr Fall. Okay, okay. So, hier das Komi wollte ich machen. Genau. Nahrungstechnisch wird es jetzt langsam. Wird ja auch mal Zeit. Edifico. Impera, edifico. Eus. Edifico. Salve. Edifico. Ach, muss ich nicht beide anklicken? Hier habe ich noch gar nichts gemacht, aber schon so viel abgebaut. Auch gut. Lassen wir den Blauen da etwas herumspielen. Das sei ihm jetzt mal gegönnt. Solange wir unsere Ruhe haben und etwas aufbauen können, geht das ja. Edifico. Edifico. Recte. Edifico. Prontus. Edifico. Imperam. Edifico. Eus. Edifico. Okay. Ich glaube, wir schaffen's. Weil er gerade Pause macht. Ein Glück. Schön, wie sie dann den Häusern entlang reiten. Salve. Ligno. Und er kommt mit Rammböcken an. Ui. Da müssen wir Pferdchen schicken, dann gehen die Dinger ganz schnell kaputt. Aber bis wir die rausschicken können, müssen wir ganz viele versammeln. Wo brauche ich denn eigentlich mal die nächste Burg hin? Das ist alles so... vollgebaut. Ich würde ja gerne diese scheiß eine Herausforderung hier meistern, aber ich glaube, es ist mir zu riskant, hier eine 95%ige Burg wieder platt zu machen. Hab ich, lustig, dass du es ansprichst, die Tage gesehen. Ich habe mir mal die Herausforderungen angeguckt, die ich schon so nebenbei geschafft habe und das habe ich schon geschafft. Aber unfreiwillig. Ist die eigene Burg bei 25% Aufbau einfach verreckt. 95. Edifico. Ich glaube, das muss ich im Einzelspieler dann machen. Das ist mir sowas von zu risky jetzt hier. Oh, der Gelbe greift die Mauer von an mit dem Tribok. Der, ah, der Blaue. Das Stück nicht fertig. Das baut er mir nicht fertig. Ja, dann ist es mitten im Wald. Oh, du hast gleich eine ganze Wand reingezogen an Holz. Was ist das denn Cooles? Der Liederanbruchschütze hat ja ein Schild auf dem Rücken. Geil. Was tust du? Lauf zurück, du Arsch. Okay. Ups, geh weg. Mehr Holz bauen, ich brauche Platz für mehr Felder. Gelbe kommt mit zu. Das ist schön. Der ballert schon mit seinem Tribok die Mauer vorne kaputt. Eus. Oh, hier sind sie fertig. Die bekriegen sich gegenseitig vor unserer Tür. So habe ich mir das vorgestellt. Kam zwar ganz schön spät, aber besser spät als nie. Der ist bis vorgerückt, bis er damit angefangen hat. Eigentlich müssten hier keine Ställe rein, weil die kommen so schnell raus, die Pferdchen. Naja. Irgendwo müssen die Dinger hier hin. Edifico. Edifico. Gut, 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 gut. Salve. Das ist jemand arbeitslos. Edifico.
Der Gelbe mischt den Blauen auf, sehr schön. Aber jetzt so richtig. Plänkler sind gegen die Elite-Cotillier richtig schwach, aber dafür gibt es ja auch helle Badiere. Jetzt kommt Plänkler an. Okay, okay. Und ein Pferdchen. Wie schnell das Pferdchen verreckt. Nee, mach ich jetzt nicht mit, das machen die Plänkler alleine. Mehr Holz abbauen, wir brauchen gleich wieder Häuser. Scheiße. Prontus. Confest in faciam. Impera. Lignor. Edifico. Edifico. Danke, aber ich brauche kein Holz. Gut, alles gut. Ich habe 11.500. Also Holz ist das geringste Problem. Okay. Wenn du irgendwas von Holz gesagt hast, sind Häuser. Ich glaube, ihr habt irgendwo einen Triburg aktiv. Meine Mauer brennt auf einmal massiv. Was, die brennt jetzt schon? Okay, die ist noch gar nicht so angekratzt. Welche Mauer hier oben? Bei dir bei dem Tor, oder was? Ja, hier, wo die Einheiten vorrücken. Ja, der kommt aber mit Dings an. Ne? Da ist ein Triburg. Die brennen wir jetzt. Ramme, die Ramme mal weg. Mit der Badiere vorrücken. Oh, ein Mönch ist schon verreckt. Erstmal den Rambock weg, der macht nämlich verdammt viel Mauer kaputt. Weil die natürlich auch zusammenhängt. Triborg, der ist auch wichtig. Wie er sich dreht. Das ist Geklimper von den ganzen Sperren, die da aktiv sind in grün und in rot. Schmiede maximiert, sehr schön. Die hebe ich mir für besondere Zwecke auf. Wir sind hier reinfressen. Achso, Häuser. Ein Kanonier hat er da. Okay. Maximal entwickelt. Hey, wir haben den Anfang überlebt und dann denke ich, werden wir auch nicht mehr verrecken, außer es passiert noch irgendetwas ganz Abenteuerliches. Wir wollen es aber mal nicht verschreien. Die sehen ja cool aus, die Elite Kamayuk. Gefallen mir sehr. Da kann der durchrennen. Ja. In der nächsten Folge geht's weiter und dann werden wir hoffentlich sehr wahrscheinlich nicht sterben. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Der Plänkler stirbt jetzt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.